Viele kennen sie aus den Anrainern oder dem Millowitsch-Theater. Heute wurde bekannt, dass Lotti Krekel verstorben ist. Wir blicken deshalb noch mal zurück auf ihre langjährige Karriere, die vor allem im WDR-Fernsehen stattgefunden hat. Ach, die meisten wissen das doch gar nicht mehr. Die jungen Leute, woher sollen die mich denn kennen? Die haben doch ganz andere Vorstellungen von Show und Theater und so. Auch als sie 2016 im WDR über ihren 75. Geburtstag sprach, ist Lotti Krekel noch bescheiden, obwohl sie auf eine erfolgreiche Karriere zurückschaut. Aber viele kennen sie noch. Schauspielerin, Sängerin und rheinische Frohnatur. Mit ganzem Herzen stand Lotti Krekel vor der Kamera. Schon als kleines Mädchen beim WDR Kinderfunk. Später mit 16 Jahren auch auf der Bühne, unter anderem mit Willi Millowitsch. Du bist Kölner? Ja, wir kommen schon darauf. Na, dein Platters kenne ich. Nein! Ich bin vom Krieg ein paar Jahre in Köln gewesen. Ist nicht wahr? Ja! Vor über 50 Jahren hat auch Klaus Bewitzki die junge Lotti Krekel kennengelernt und später viele Projekte wie die närrische Hitparade umgesetzt. Mit ihr hat er immer gerne zusammengearbeitet. Sie spielte Frauen, mit denen man sich identifizieren kann. Sie spielte Menschen aus dem normalen Milieu und das machte sie sehr stark und das macht sie so liebenswert. Unter seiner Regie spielte Lotti Krekel mit ihrer Halbschwester Hildegard in der Kultserie Die Anrainer mit. Hochprofessionell und immer mit Freude dabei. Und auch als es ihr im vergangenen Jahr gesundheitlich schlechter ging, blieb sie trotzdem positiv. Wenn jemand krank ist, sagt man natürlich gute Besserung. Aber wichtig ist, dass man sie im Herzen behält. Und das ist entscheidend. Mit 81 Jahren ist Lotti Krekel gestorben. Sie hinterlässt ihren Mann Ernst Hilbig und unzählige Erinnerungen. Ja, und Lotti Krekel zu Ehren sendet der WDR heute Nacht ein paar Folgen der Anrainer mit ihr. Los geht's um kurz nach eins. Im Janzefehl ist die Alfrau Schmitz bekannt. Sie wird von allen nur et Schmitzebel genannt. Die hat nicht viel, ist nicht besonders frisch und hat noch lang nicht jeden Mittag Fleisch um Tisch. Nur eine, jede große Freude dran hat, das sind die Blümchen ob ihrem Fensterbrett. Wir schenken der